Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Monaten intensiver Festvorbereitung ist es nun soweit. Das internationale Musikfest, verbunden mit dem Wettstreit um den Deutschlandpokal, steht vor seiner Eröffnung. Zum musikalischen Auftakt, der zugleich einer der Höhepunkte unseres Festes ist, begrüße ich namens des Spielmanns- und Fanfarenzuges der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alsfeld Sie alle auf das Herzlichste. Da Sie gekommen sind, exzellente, ausgefeilte Musik zu hören, darf ich mich auf das Notwendigste beschränken. Zum wiederholten Male in Alsfeld gern gesehen und gehört, heiße ich das Zentralorchester der Tschechoslowakischen Armee in Alsfeld wieder einmal herzlich willkommen. An seiner Spitze begrüße ich ganz herzlich Oberst Antonin Bluma, Chef aller Militärmusik der GSFR. Ich begrüße weiterhin den Chefdirigenten Karl Belle Holbeck. Sowie den stellvertretenden Chefdirigent Oberstleutnant Stenjek Gregor. Sowie der allzeit schon in Alsfeld beliebte Peter Hugo Wegge. Als musikalische Gäste begrüße ich weiterhin die Gesangssolisten Libusche von Probovaho, Stanislavo von Toba. Und der auch schon mehrmals bei uns war als Sänger Hirschi Stanjek. Da eine Festveranstaltung nicht ohne Ehrengäste so etwas Ähnliches ist wie eine Suppe ohne Salz, freue ich mich, Herrn Landrat Hans-Ulrich Lippert unter uns zu begrüßen. Weiterhin begrüße ich Herrn Bürgermeister Herbert Distelmann und die Stadtverordnetenvorsteherin Sieglinde Flechner. Auf Musikverbandsebene kann ich den stellvertretenden Vertreter des Bundesmusikdirektors der Bundesvereinigung Deutscher Blasmusik und Volksmusikverbände, Herrn Ottmar Schäff, begrüßen. Die bereits anwesenden Wertungsrichter darf ich begrüßen, als erstes Herrn Oberstleutnant Hans Wippers, Herrn Wilhelm Hartmann, Professor Karl Antonin Taubatz, sowie aus Holland angereist schon Hüb van Hoven, allseits in Alsfeld bekannt. Auch begrüße ich vom Kreisfeuerwehrverband unseren Vorsitzenden Alfred Steuernagel und den Vorsitzenden und Wehrführer von der Alsfelder Feuerwehr, unser Kamerad Schnitzer und Schneider. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wäre eine Veranstaltung nicht nur durch ideellen Einsatz, sondern insbesondere auch durch finanzielle Unterstützung durchführbar? Allen voran danke ich der Stadt Alsfeld, die uns gerade als der Lindensportplatz gesperrt wurde, in einer großzügigen Weise unterstütze, und dafür möchte ich mich nochmal bei Ihnen, Herr Distelmann, herzlich bedanken. Unterstützung haben wir auch durch Alsfelder Firmen erfuhren. Sponsoren heißt das neue Wort. Ich darf begrüßen von der Alsfelder Brauerei herzlichen Dank für die Unterstützung, Herrn Direktor Hermann Goss. Von der Vorwurfsmilch
von unserer Molkerei, Herr Direktor Steiner. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Meine Damen und Herren, ich darf nun mit Worten enden und Noten sprechen lassen. Ich räume das Podium für das Zentralorchester der GSFR und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem musikalischen Leckerbissen besonderer Art. Viel Vergnügen. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der guten Blasmusik. Ich sage der guten Blasmusik, weil die Zentralmusik der tschechoslowakischen Armee präsentiert die Musik mit großem musikalischen Niveau. Das können Sie aber in ein paar Minuten selbst hören. Alle Mitglieder unserer Musik sind Absolventen verschiedener Musikschulen, und mit ihren Instrumenten haben sie fast die halbe Welt bereist. Seit dem Jahre 1982, was wir zum ersten Mal in Deutschland waren, waren wir hier schon mehrmals. Und ich möchte Sie jetzt fragen, in welcher Stadt Deutschlands waren wir zum ersten Mal? Ja. In Alsfeld, das war zum ersten Mal und ich muss sagen, dankbar unserem guten Freund Karl-Heinz Becker. Vielen Dank. Und seit dieser Zeit waren wir in der schönen Stadt Alsfeld schon mehrmals und immer als wir hier waren, waren wir durch ihren sympathischen Bürgermeister Herbert Distelmann sehr herzlich begrüßt. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Wie ich schon gesagt habe, waren wir hier in der schönen, ich muss wirklich sagen, schönen Stadt Alsfeld schon mehrmals. Und selbstverständlich, dass wir auch viele und viele gute Freunde haben. Ich muss jetzt ganz ruhig sagen, dass jeder unserer Mitglieder sich fühlt in der Stadt Alsfeld schon wie zu Hause. So viele Grüße an alle unsere guten Freunde. Aber jetzt, meine Damen und Herren, zu unserem Konzert. Für heutigen Abend haben wir für Sie ein Konzert vorbereitet, in dem Sie Werke unserer Nationalklassiker hören können,
aber auch die Werke der zeitgenössischen Komponisten und vor allem auch nicht die Werke der weltbekannten Meister. Sie hören die Ouvertüre zur Opern, Operetten und auch Volkslieder. Und als Militärorchester und Blasorchester dürfen wir auch nicht die gute Polka und Märsche vergessen. Sondern heute Abend sollte sich jeder auf seine Kosten kommen. Die Zentralmusik der tschechoslowakischen Armee hat sich Ihnen mit Fanfaren von Richard Strauss vorgestellt, und zwar unter der Leitung von Befehlshaber und Chefdirigent der Zentralmusik der tschechoslowakischen Armee, Oberstleutnant Karel Biloubek. Weiter hören Sie die Ouvertüre zur Oper Verkaufte Braut von Bedřich Smetana. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und viel Spaß. Thank you.
Giuseppe Verdi ist unter seinen Landsleuten nicht nur als ein hervorragender Komponist verherrlicht, aber auch als ein Nationalheld. Er hat leidenschaftlich zu allen untergedrückten Leuten in ihrem Freiheitskampf gehalten. Seine Musik ist außergewöhnlich kräftig. Von seinen Werken hören Sie jetzt Arie Alfred aus der Oper La Traviata. Es singt Solist der Zentralmusik der tschechoslowakischen Armee Jiří Staněk und dirigiert Stellvertreter des Befehlshabers und Dirigent der Zentralmusik der tschechoslowakischen Armee Oberstleutnant Zdeněk Gregor.
Prager mich verstehen. Diese bekannte Äußerung gehört einem von den Genien der Ernstmusik, der schon mit 6 Jahren ein ausgezeichneter Klavierspieler war. Mit 8 Jahren komponierte seine erste Sinfonie und mit 12 Jahren sogar eine Oper und Messe komponierte. Ja, das ist Wolfgang Amadeus Mozart. In der Zeit, als sich das Wiener Publikum von ihm abwendeten, gewann er für sich mit der Hochzeit des Figaros begeisterte Bewunderer in Prag. Wolfgang Amadeus Mozart und Ouvertüre zur Oper Figaros Hochzeit.
der Name Antoni Dvořák genannt wird, gleich denken wir an seine slawische Tänze, Humoreska, aber vor allem an die Opern, mit denen er sich in die Musikgeschichte eingeschrieben hatte. Wasserfall, Jakobiner, Teufelkette, Armida und viele andere, das sind die Opern, die Bestandteile des Grundrepertoires der Theater nicht nur bei uns, sondern auch in der Welt bilden. Von seinen Werken spielen wir jetzt die Polonaise S-Dur. Es dirigiert Hauptinspektor und Chefdirigent der Klangkörper der tschechoslowakischen Armee, Oberst Antoni Bluma. Thank you.
ein interessantes Stück von dem deutschen Komponist im Jahre 1781 bis 1777 lebend, und zwar Philipp Georg Telemann. Konzert für Trompete von Philipp Georg Telemann. So für Trompete spielt Jan Hickerda. Liebe zu unserem Heimat sind auch alle Werke von Komponist Bohuslav Martinů begeistert. Wenn er auch die letzten Jahre seines Lebens im Ausland lebte, fühlt man in seinen Werken ein großes Heimweh und Volksmotive des Heimatsmeeren. Sie hören jetzt sein Maifest der Brünnlein und es singen die Solistinnen der Zentralmusik der Tschechoslowakischen Armee Libuše Vondráčková und Stanislava Forstová.
powszechne kwiecienie prawiła. Paganini. So wurde dem besten Geigenvirtuose seiner Zeit einen Spitznamen gegeben. Er hat als ein Teufel ausgesehen, mager, knochig, klapperdür und hauptsächlich hatte er lange, knochige Finger, die ihm das Spielen ermöglichten, was es der anderen nicht gelang. Seine Kompositionen sind vor allem für Geigenvirtuosen geschrieben. So ist das auch mit Komposition Motto Perpetuo, die für eine Gruppe der Klarinetten Chef unserer Musik instrumentierte. Niccolo Paganini, Motto Perpetuo. Thank you.
lächelnd und ein großer Optimist, der an den guten Charakter der Leute glaubt. Das ist unser zeitgenössischer Komponist Ottmar Macha. Er komponiert nicht nur Opern, Kammerwerke, Filmmusik, aber auch die Werke für Kinder. Von seiner Schaffung hören Sie jetzt Melodie aus der Tanzpantomime. Es singt Libusche Vondráčková. Und jetzt können Sie ein interessantes Stück hören, und zwar von einem russischen Komponist, Dmitri Kabalevsky Galop. Thank you.
Anfang unseres Konzerts habe ich Ihnen Oberstleutnant Karel Bielohubek als Befehlshaber und Chefdirigent unserer Musik vorgestellt. Jetzt möchte ich ihn auch als Komponist vorstellen, und zwar mit seinem Werk, das hier heute in Alsfeld Premiere hat. Karel Bielohubek, Festmusik. Meine lieben Damen und Herren, der erste Teil unseres Konzerts ist schon zu Ende. Nach dem nächsten Stück folgt 15 Minuten Pause. Aber noch vor dieser Pause können Sie ein Marschstück hören. Julius Fucci und Einzug der Gladiatoren. Thank you.
Tomáš Garrigue Masaryk. Das Bächlein, es singen Stanislav Poštová und Jiří Staněk. Thank you.
Das Repertoire der Zentralmusik der tschechoslowakischen Armee ist vor allem ein Muster der einmaligen glänzenden Technik der Instrumentalisten dieser Musik. Der überzeugende Beweis der vollkommenen technischen Ausstattung ist das bekannte virtuose Werk von Nikolai Rimski-Korsakow, der Generation Tschaikowskis angehörend. Sein Hummelflug ist in zahlreichen Bearbeitungen ein immer wieder gern gehörtes virtuosen Stück. In diesem Stück hören Sie die ganze Sektion der Trompeten. Nikolai Rimski-Korsakow, Hummelflug. Jaroslav Ježek war ein tschechischer Komponist der 30. Jahre, der seine letzten Lebensjahre in Amerika verbracht habe. Von seinen Werken hören Sie interessantes Stück unter dem Namen Das Leben ist nur Zufall. Es singt Stanislava Fortová. Thank you.
möchte eine Musikkapelle haben, heißt das nächste Stück, in dem Sie Solo für die ganze Sektion der Posaunen hören können. Jiří Bajant und sein Stück, ich möchte eine Musikkapelle haben. Durch das weitere Stück gehen wir jetzt in sonniges Italien und gleich zu einem Karneval in Venedig. Italienisches Volkslied Karneval in Venedig. Solo für Klarinette spielt Jiří Voves. Thank you.
Am Anfang unseres Konzerts habe ich Ihnen versprochen, dass Sie auch gute Polka hören werden. Jetzt eine schöne Polka kommt. Peter Fink und seine schöne Polka Freie Samstage. Es singen Stanislav Hortová und Jiří Staněk. Sehr verehrte Damen und Herren, ich bin mir bewusst jetzt, dass ich durch mein Vorhaben die musikalischen Eindrücke beeinträchtige, die Sie in den vergangenen 2 Stunden hier gesammelt haben. Ich habe aber keine andere Gelegenheit gefunden, denn vor etwa 2,5 Monaten konnte der Spielmanns- und Fanfarenzug sein 40-jähriges Jubiläum hier in Alsfeld feiern. Denjenigen zu ehren, und unseren Dank zu erweisen, die sich unserem Verein verdient erworben haben. Dies gelang uns nur mit einer Ausnahme, da die betroffene Person aus dienstlichen Gründen an diesem Wochenende in Prag bleiben musste. Ich möchte nun auf die Bühne bitten unseren beliebten Karl Belle Hobeck. Und dir, liebe Bälle, ich möchte auch sagen, dass du nicht von der Spitze musst, denn ich tschechisch habe ich bis jetzt noch nicht gelernt. Meine Damen und Herren, zu der Verbindung des Zentralmusikkorps zu unserem Verein hat sich maßgeblich Karl Belle Hobeck verdient gemacht. Und das zu einer Zeit, in der die politischen Verhältnisse in Europa eine solche Verbindung alles andere als leicht machten.
Für diese völkerverbindenden Verdienste darf ich ihm im Auftrag des Deutschen Feuerwehrverbandes die Medaille für internationale Zusammenarbeit verleihen heute Abend. Des Spielmanns und Verfahrenshofs der Freiwilligen Feuerwehr aus Alsfeld heute Abend zu verleihen. So, meine Damen und Herren, ich muss die Gelegenheit nutzen, da wir heute ein Geburtstagskind unter uns haben. Das ist unser altbeliebter Wilhelm Hartmann. Er wird heute 78 Jahre und er ist ein Wegbegleiter unseres Vereins. Wir dürfen das kurz einfliegen. Lieber Wilhelm, ich darf dich kurz zu mir bitten. Musikfestes. Sie haben alle noch einmal einen Applaus verdient. Selbstverständlich haben wir auch für unsere Dirigenten und Sängerinnen und Sänger ein Präsent mit. Ich darf Sie jetzt auf die Bühne bitten, darf Ihnen das Präsent überreichen. Karl Peter Haubeck, Antonin Pluma, Chetner Gregor, bald habe ich sie alle im Kopf, und der Peter Bogovecki, darf ich alle auf die Bühne bitten und Ihnen ein Präsent überreichen. Selbstverständlich haben wir auch ein Präsent für unsere Sängerinnen und Sänger mitgebracht, die ich ebenfalls auf die Bühne bitten darf. Lubitsche Fondrokova, Stanislav Fortuba und Jirschi Stanek. Ich darf mich noch einmal bei allen Mitwirkenden heute Abend bedanken und ich hoffe und lade Sie jetzt schon ein für kommenden Sonntagmittag um 15 Uhr wieder hier in der Halle, wenn es heißt, ich spiele für Sie alle das Zentralmusikorchester der GSR aus Prag. Herzlichen Dank.
Jetzt steht vor uns das letzte Stück unseres Konzerts. Das bedeutet, das Auftreten der Zentralmusik der tschechoslowakischen Armee geht schon zu Ende. Ich hoffe, dass Sie mit uns einen angenehmen Abend verbracht haben und dass wir jemandem sein beliebtes Stück gespielt haben. Ich hoffe, dass Sie auch meine tschechischen Deutsch verstanden haben. So, wissen Sie, warum wir nach Alsfeld sehr gern fahren? Weil hier immer sehr gutes Publikum ist und das freut uns sehr, weil bei diesem guten Publikum spielt man auch sehr gut. Herzlichen Dank, hier gilt Beifall. So, noch einmal vielen Dank und es verabschieden sich für heute die Zentralmusik der tschechoslowakischen Armee mit einem schönen Stück und zwar die tschechische Musik von František Knoch. Auf Wiedersehen!